Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Vieh und Forst oder Forst und Vieh, wie auch immer ihr wollt. Wir sind bereits in Folge 31. Ich wünsche euch ein frohes Fest dementsprechend oder halt einen schönen Tag, je nachdem, ne, ob Weihnachten für euch eine Sache ist oder nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen und ja, wir schalten hier mal eine Runde durch. Ich habe hier irgendwelche Traktoren irgendwo wild rumstehen. Wir haben Bäume gepflanzt und da sind wir. Wir sind am Holz verkaufen. Das war's auch. Ich sollte einfach mal hier eine Runde, ein gutes Stück hier runter nehmen. Gucken. Das war ja auch unser letztes Problem, glaube ich. Dass das Ding hier unheimlich gut funktioniert. So, also wir drehen das jetzt noch mal andersrum, drehen es so rum. So, jetzt machen wir es runter. Und ich mache es jetzt zusammen. Und es geht nicht. Okay. Dann mache ich es jetzt zusammen und es geht immer noch nicht. Und die Seite flippt hoch. Also es funktioniert richtig gut, das Ganze hier, muss ich sagen. Ich bin also auf jeden Fall schon mal schwer begeistert und da hat es jetzt mal funktioniert. Also ich versuche es mal, ob wir hier vielleicht an den einzelnen kleinen Baum hier so ein kleines bisschen rankommen. Ne, so, ich mache mal ein kleines bisschen auf. Kann ich nicht, will da nicht. Oh, und dann flippt das Ding auf. Dann mache ich es mal ein bisschen wieder zu. Senke das jetzt, dass ich vielleicht mal nur einen erwische. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich angestellt habe. Ich werde die Gelegenheit fix nutzen, egal was passiert, um mir Bäume runterzuschmeißen, um mir die Sachen runterzuschmeißen. Es funktioniert der Kran, einigen wir uns auf dürftig, sag ich mal so. Die Hilfe brauche ich jetzt zwischenzeitlich schon echt nicht mehr so unbedingt, muss ich sagen. Das kriege ich schon hin. Aber wie die Steuerung an sich laufen sollte. Aber wie die Steuerung denn nun an sich läuft, das ist natürlich dann schon wieder fragwürdig, sag ich mal so. Ich guck mal und versuche mal, ob wir hier an der Ecke irgendwas abnehmen können. In irgendeiner Form. Wahrscheinlich, ich versuche es eigentlich auch nur ein bisschen durch die Gegend zu reißen. Schnell zu ziehen, hochzunehmen. Ich habe jetzt gerade 1000 Sachen auf einmal dran. Und, lass es fallen. Also das ging sogar relativ gut, obwohl das wahrscheinlich nicht unbedingt so geplant war von mir. Nämlich nicht. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir versuchen es einfach. Ihr seht vielleicht so ein bisschen wenig. Weil vielleicht, muss ich mich natürlich erstmal an die über Kopfsteuerung gewöhnen sozusagen, aber auch das kriegen wir hin. Ne, wir wollen nicht ausfallen, wir wollen nach unten. Mal gucken, ob wir jetzt hier. Ne, ob ich hier irgendwas mitkriege. Ich nehme es jetzt einfach mal hoch. Also wir haben jetzt hier tatsächlich wieder ein paar gleichzeitig nehmen können. Und ich lasse doch einfach mal fallen. Also ich hoffe, dass wir das Holz tatsächlich auch in irgendeiner Form dann noch verkauft kriegen, weil das war eigentlich Sinn und Zweck der Aktion. Ich wollte eigentlich gar keinen Großflächen-Mikado hier spielen oder so. Darum ging es gar nicht. Wir wollten den Kram verkaufen. So, und ich greife nochmal zu. Weiß jetzt nicht, was ich nehme, aber es sieht aus, sieht gar nicht schlecht aus. Sieht aus, als wenn ich alles hätte, so halbwegs. Ihr seht selber, die Dinger sind mal so rumgedreht, mal so rumgedreht, mal dieses, mal jenes. Ich wage jetzt den Wagen einzufahren. Offiziell sehe ich noch ein bisschen drauf liegen und das war's. Werde jetzt ein Stückchen vorfahren. So, zuerst soll ich den Motor anmachen. Ja, hätte was. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie weit es gut geht. Ich fahre es ein bisschen so rüber, dass der Baumstamm da auf jeden Fall noch reinfällt. So, und jetzt fahre ich erstmal hier raus. So, wir steigen aus.
Wir steigen ein. Wir machen den Motor aus. Das Holz liegt jetzt hier, hoffe ich doch, alles in irgendeiner Form gut durch. Gut drauf. Ich laufe jetzt extra mal so rum, dass wir jetzt hier da hingucken können beim Verkauf. Jetzt bin ja echt gespannt. Es ist alles auf einmal weg. Und wir haben 14.400 gekriegt für so viel Holz, dass wir haben für einen Baum mehr gekriegt. Und das waren ja locker 3, 4 oder 5 Bäume. Mindestens. Naja, okay, dann könnte es vielleicht doch hinkommen. Wir haben 3.000 pro Baum teilweise gekriegt. Ne? Einfach für einen vernünftig gesägten hatten wir auch 4.000. Naja, aber die 14.000 sind natürlich... Ich meine, so richtig macht das den Kohl nicht fett, würde ich sagen, oder? Ich würde also schon mal auf jeden Fall behaupten, da ich ja die Variante hier eingestellt habe mit den höheren Preisen, dachte ich, glaube ich. Ja, hier steht es ja auf einfach. Bei den Bäumen macht das irgendwie nichts aus. Also ich habe für die Bäume jetzt nichts mehr gekriegt, weil wenn das der höhere Preis sein sollte, war das ultra dürftig, was wir ja gekriegt haben. So muss man es ja leider sagen. Das war kein Weihnachtsgeschenk. So, wir gucken aber mal hier. Wir haben jetzt aber hier einen vernünftigen Preis. Nämlich einer, der nicht bei 160, 170 oder 200 liegt. Nämlich bei 331 beim Sägewerk für Hackschnitzel. Damit wird die Hackschnitzel-Variante natürlich jetzt plötzlich wieder interessant. Weil wir natürlich bedeutend einfacheres Handwerk haben. Und ich würde sagen, damit hat sich die Hackschnitzel-Geschichte eindeutig wieder mit in den Baumbereich reingeschoben. Ne? Weil für so viele Bäume hätten wir garantiert auch wieder gut Kohle gekriegt. Muss man also jetzt tatsächlich mal eine Runde großes Hackschnitzel-Massaker machen, sozusagen. Aber das große Hackschnitzel-Massaker liegt erst an, wenn wir vorspulen. Und zum Vorspulen fehlt uns was. Nämlich, richtig, es sind noch nicht alle Pferde ausgeritten. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Weil unser guter Traktor steht da parat. Wir stehen hier parat. Die Kurve ist leer. Die Bäume da oben fehlen. Wir haben Baumstümpfe weggemacht, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich meine, wir waren hin und haben Baumstümpfe weggemacht. Ich kann sicherheitshalber nochmal hochrennen und kurz gucken. Nee, brauche ich nicht. Wir können sicherheitshalber mit dem Pferd hochreiten und gucken. Weil wir gucken jetzt als erstes nämlich mal in unser Pferdemenü. Weil bevor wir vorspulen, müssen wir natürlich gucken, wie geht's den Pferden. Was müssen wir den Pferden noch besorgen. In dem Fall werden wir auf jeden Fall eine Runde Wasser da noch reinmachen. Und wir können Stroh auffüllen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die einfach machbar ist, weil da vorne liegt der Spaß. Damit fangen wir jetzt erstmal an, würde ich sagen. Dann hüpfen wir mal hier unseren guten Traktor. So, an das Ganze. Einen guten John Deere, so soll das sein. Dann brauchen wir unseren guten Frontlader ohne Poltergabel und dann nehmen wir uns die Ballenhäcksel-Variante da vorne zur Brust. So, einmal das. Einmal die Poltergabel ab, vielen Dank. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mache, glaube ich, sicherheitshalber hinten mal ein Gewicht dran. Dafür sollte ich auch mal so fahren, dass man das Gewicht wenigstens in Nähe hätte vom Aufnahmeteil. So. Gewicht hat er genommen. Sehr schön. Wir haben ja noch ein bisschen Ballen drin. Ne? Das ist ja noch so der Punkt. Den können wir natürlich dann noch gut reinschnitzeln. Dafür sollten wir... ich weiß gar nicht, wie müssen wir da noch ranfahren? Von der Seite, ne? Oder? Ich meine, wir sind so richtig. Sehen wir jetzt ja gleich, ob wir hier, ja. Dann haben wir das Ganze aufgenommen. Sehr gut. Hier mache ich jetzt die Hilfe an. Ich weiß nicht, ob hier der, ja, hier ist das überladen. Hier geht das Ganze raus. Und hier hauen wir das Ganze jetzt auch raus. Und ihr seht auch, dass unser Ball in den Spaß jetzt hier schön weggeschnetzelt wird. Wir sehen, dass das Stroh locker gemütlich aufgefüllt wird. So, der Ballen dürfte jetzt gleich verschwinden. Und Stroh schon wieder einigermaßen drin. Was wir jetzt natürlich machen können, ist einmal... So, das Ganze hier nochmal einmal kurz absetzen. So. Dann... Dann haben wir jetzt drei Teile. Ich nehme das jetzt nämlich so
Ne, das war falsch. Ich möchte nämlich nur das Vorderste machen. So ist richtig. Weil hier ist ein Ballenspieß drin. Und diesen Ballenspieß, den kleinen, werde ich jetzt nämlich nehmen, um diesen Ballen hier zu spießen. Das ist ja vollkommen überraschend, ich weiß. In den Ballenspieß, Ballengedöns werde ich jetzt hier einmal, besser mache ich das, glaube ich, aus und gucke mal, ob ich das Ding jetzt hier reinkriege. Ja, sah gut aus. So, jetzt müsste ich eigentlich mit dem Ballenspieß, wenn ich mich mal für einen Groschen geschickt anstelle, hier auch wieder ranfahren können. So, jetzt nimmt das Ganze nämlich wieder auf. So. Und ich bin so ungeschickt, das gibt's gar nicht. Ich kann nur so einen Blödsinn machen. Oh, er ist halbwegs drin zu sehen. Los, haut raus den Kram. Wow, da habe ich wieder noch eine Runde Glück gehabt. Mal sehen, wie viel wir von dem guten Zeug da noch reinkriegen. Wir machen die Hütte natürlich voll. Wir müssen natürlich möglich sehen, dass wir was rankriegen da. Ne? So simpel ist es. Wir haben leider noch keine kein Autolot für Palette. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch noch mal los müssen und eine Runde Hafer holen müssen. Da kommen wir wohl auch nicht dran vorbei. So, ja, die wollen nicht mehr. So einfach ist es. Ich fahre mal ein bisschen hier zur Seite. Ja, der Ball bleibt da drauf, das ist gut. Ich mache es jetzt so, dass das Ding abgeht. So. Frontlader haben wir hier am Start. So, jetzt gucken wir mal. Also, das ist voll. Wir brauchen als nächstes Wasser. Wasser haben wir hier vorne auf jeden Fall auch. Ich mache den Frontlader erstmal wieder an die Poltergabel vorerst. So. Da haben wir sie. Setze die Poltergabel ab und lass den Frontlader dran. So. Ja, Gewicht weiß ich nicht mehr, ob ich es gebraucht hätte. Wir müssen es jetzt ab. Wir machen es jetzt wenigstens ab, weil wir jetzt den Tankwagen uns schnappen müssen. Zeug fürs Geräuspere und hier vorne haben wir auch gleich die Wasserquelle. Dann werden wir mal eine Runde loslegen. So. Obwohl ich hier den Frontlader eigentlich dran lassen könnte und schon eine Palettengabel dran machen können. Für unsere Haferholung sozusagen. Ne? So, ein bisschen Wasser ist noch drin. Ich mache jetzt ein bisschen Wasser dazu. So, das ist wieder voll. Wasser müsste hier vorne sein. Das kann man immer daran erkennen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dass die Futtersachen eine Schräge haben und der Trog vom Wasser gerade ist, was irgendwie logisch ist, sonst wird es nämlich rauslaufen. Ne? So, gut. Wasser pumpt er jetzt hier dementsprechend auch rein. Wir brauchen wahrscheinlich auch Heu und wir brauchen auch Hafer. Also es sieht also tatsächlich danach aus, als wenn wir auch hier vielleicht nochmal eine Runde auf einer Wiese drehen müssen. Vielleicht müssen wir dafür auch ein paar von unseren Jungs hier umquartieren. Wir können natürlich auch bei den Pferden erstmal gucken, wie viel muss denn noch geritten werden. Das ist gar nicht mal so wild, das ist noch ein Pferd. Das ist soweit okay. Dann würde ich sagen, ich mache mal schnell den Frontlader wieder ran und die Palettengabel und wir schnappen uns den Hänger da und machen uns dann auf jeden Fall schon mal auf den Weg zum Shop. Das bleibt wohl leider nicht aus, so, weil ich habe leider nicht mitgekriegt, ob die liefern oder nicht, aber es sieht nicht danach aus. So, wir brauchen einmal die Palettengabel. Da haben wir das Ganze, die nehmen wir schon mal mit. Hätte ich auch vorwärts hinfahren können, aber jetzt ist es auch egal. Wie gesagt, ein Pferdchen müssen wir noch. So, und jetzt können wir erstmal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt Hafer. Wow, also Hafer sind immer 1000 in der Palette, ne? Wir haben jetzt 9850 Hafer hier drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir jetzt angeliefert haben, muss ich sagen. Aber
Ihr seht selber, hier geht also dann locker 30.000 rein, ne? Das sieht da locker aus nach 30.000. Ich kriege natürlich jetzt hier keine 30 Paletten mit. Aber wir machen uns erstmal auf den Weg hin. Ich gucke mal dementsprechend, vielleicht habe ich ja noch eine Möglichkeit, dass es Hafer auch in größeren Paletten gibt. Das habe ich jetzt allerdings so noch nicht geguckt. Das müsste, wenn ja, dementsprechend dann eine Mod sein. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich sowas jetzt aktiviert habe hier. Ich glaube aber nicht. Big Packs, da haben wir es nochmal. Ne, sind die Standardgrößen und Hafer ist Tausender. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es von Hafer größere gibt. Da bin ich momentan überfragt, aber wir wissen ja, wie eine Palette verladen geht. Wenn ich da 2.500, 3.000, 4.000er Paletten kriegen könnte, wäre ich natürlich sehr froh und dankbar. Dann könnte man natürlich da eine Menge sich mit sparen. Also simpel ist es halt. So, und apropos eine Menge sparen. Ja, leider muss ich euch schon einen schönen Restweihnachtstag wünschen und euch einen schönen Resttag wünschen, wenn Weihnachten euch, ne? Ja, ihr kennt den Spruch ja schon, denn wir sind leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. Ja, dann, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen passenden Daumen da lassen würdet. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und auch einen passenden Kommentar. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, immer schön rein damit. Abo ist natürlich auch immer eine tolle Sache. Wenn ihr es noch nicht da gehabt, da gelassen habt, würde ich mich da auch sehr darüber freuen. Wie gesagt, wünsche ich euch einen schönen Resttag, hoffe ich für euch freien Tag und Rest Weihnachtstag oder Resttag überhaupt oder wie ihr gerne möchtet. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.